Matthias Knies 1875 bis 1902 Räuber Selmkenzi Seltsamkenzi. Autor D. Seltsamkenzi. Matthias Kniesl, Stern 12. Mai 1875 in Unterweikirzhofen. 21. Februar 1902 in Augsburg. Genannt Kniesl Hias, Räuber Kniesl oder auch Schachenmüller Hiasl, war ein bekannter bayerischer Räuber. Er war das älteste von 6 Kindern armer Gastwirtsleute, die 1886 die Schachermühle bei Sulzemoos erwarben. Mit 16 wurde er das erste Mal eingesperrt, weil Mitglieder seiner Familie als Opferstockdiebe verdächtigt wurden. Sein Vater starb 1892, als ihn die Polizei abtransportierte. Daraufhin ging Kniesl mit seinen Brüdern auf Raubzüge. 1893 wurde er zum zweiten Mal verhaftet. Sein jüngerer Bruder Alois hatte bei einem Festnahmeversuch einen Polizisten angeschossen und starb nach 4 Jahren im Gefängnis an Schwindsucht. Matthias Kniesl wurde zu 5 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Nach seiner Entlassung im Februar 1899 arbeitete er als Schreiner in Nussdorf am Inn. Nach einem halben Jahr wurde Kniesl auf Drängen des Gendarmeriekommandanten Adam Saalfrank von seinem Meister entlassen, da seine Kollegen sich weigerten, mit ihm länger zusammenzuarbeiten. Er fand darauf wegen seines schlechten Leumunds keine feste Anstellung mehr. Das beschossene Auermacher-Anwesen bei Egenhofen kurz nach der Festnahme von Kniesl, 1901. Der schwer verletzte Matthias Kniesl, Mitte, nach der Festnahme mit 2 Krankenpflegern, 1901. Matthias Kniesl nach seiner Festnahme im Krankenbett, 1901. Zusammen mit einem Komplizen unternahm er daraufhin erneut Einbrüche. 2 Jahre lang wurde er von der Polizei gesucht. Nachdem sein Komplize gefasst worden war, setzte er schwer bewaffnet seine Raubzüge alleine fort, wobei er hauptsächlich Einödhöfe aufsuchte. Bei einem Festnahmeversuch kam es am 30. November 1900 in Irkenbrunn bei Altomünster zu einem Schusswechsel, bei dem 2 Polizisten so schwer verletzt wurden, dass sie später starben. 3 Monate später, im März 1901, wurde er im Auermacher-Anwesen in Geisenhofen bei Egenhofen von 60 Polizisten gestellt. Diese beschossen das Haus, wobei Kniesl durch einen Treffer in den Unterleib schwer verletzt wurde. Der Prozess eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Vom 14. bis 19. November 1901 fand vor dem Schwurgericht Augsburg der Prozess gegen ihn statt. Kniesl hatte sich wegen 2 Mordtaten, versuchten Totschlags sowie wegen schweren Raubes und räuberischer Erpressung zu verantworten. Bei der Gerichtsverhandlung, die von der Öffentlichkeit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde, soll er gesagt haben: Ich kann kein Unrecht leiden. Ich kann mich nicht beugen, lieber gehe ich selber zugrunde. Kniesl gab alle ihm zur Last gelegten Verbrechen zu, verneinte aber eine Tötungsabsicht gegenüber den beiden von ihm erschossenen Polizisten. Die Geschworenen befanden ihn für schuldig wegen Mordes, wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit tödlichem Ausgang, wegen räuberischer Erpressung und wegen schweren Raubes. Der Gerichtshof verurteilte ihn daraufhin auf Antrag des Staatsanwalts wegen Mordes zum Tode und wegen der anderen Straftaten zu 15 Jahren Zuchthaus sowie zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Berühmt ist Kniesl für das angebliche Zitat "De Woch fand Schogwart O" bei der Urteilsverkündung. Oft wird behauptet, er habe dies am Tag seiner Hinrichtung ausgesprochen, doch das war ein Freitag. Der Vorsitzende, Oberlandesgerichtsrat Anton Repolz, bat in einem Brief seinen Minister, das über Kniesl verhängte Todesurteil nicht vollstrecken zu lassen, was der Minister aber ablehnte. Kniesl wurde am Freitag, den 21. Februar 1902, morgens, kurz nach 7 Uhr, mit der Guillotine hingerichtet. Sein Scharfrichter war Franz Xaver Reichardt. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Nachleben eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Kniesl galt schon zu Lebzeiten als Volksheld. Das Volk, vor allem die Kleinbauern und Gütler, sahen in seinem räuberischen Leben etwas Revolutionäres,
Ein Aufbegehren gegen die Obrigkeit. Es entstanden so Spottgedichte und Lieder wie die Knieselmoritat, die vom Chiempaoli vertont wurde. Ein vielstrophiges Kneselied beginnt mit den Versen: Ibi wo Welkatshofer. Isaks ganz ungeniert. Miei Vater war a Müller. Da Paschkolini wird. Miei Mutter war a Zweigel. Vom Paschkolini Kern. Sie liebt bis heut no allerweil. Die Junga Burschen gern. Zweieckige Klammer zu. Auch in jüngerer Zeit ist der Knieselhias noch ein Begriff und sein Leben Vorlage mehrerer künstlerischer Bearbeitungen. Reinhard Hauff inszenierte 1970 den Film Matthias Kniesel mit Hans Brenner in der Titelrolle. Georg Ringsgwandl schrieb eine Kniesel-Ballade. Am Münchner Volkstheater war die Geschichte von Matthias Kniesel in der Regiefassung von Christian Stückel bis zum Mai 2007 zu sehen. Der Film mit dem Titel Räuber Kniesel des bayerischen Regisseurs Markus H. Rosenmüller über das Leben des Matthias Kniesel hatte am 24. Juni 2008 beim 26. Filmfest München Premiere und kam am 21. August 2008 in die deutschen Kinos. Die Hauptrolle übernahm Maximilian Brückner, der auch schon am Münchner Volkstheater von 2004 bis 2007 den Matthias Kniesel spielte. Sein Bruder Florian, der die Rolle von Kniesels Bruder Alois ebenfalls schon am Münchner Volkstheater spielte, spielt ihn auch im Film. Die Legendenbildung um Kniesel ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Erzählungen um Matthias Klostermeier, den bayerischen Hiasl, entstanden. Die Journalistin Ulrike Frick bezeichnete Kniesel als Rebellen und Volkshelden sowie als voralten Rabenhut. Eckige Klammer auf dreieckige Klammer zu. In der nur wenige Kilometer vom Geburtsort Kniesels entfernten Gemeinde Maisach richtete die dortige Brauerei ein Räuber-Kniesel-Museum in ihren Räumlichkeiten ein. Eckige Klammer auf viereckige Klammer zu. Seit 1991 ist eine Oldtimer-Reihe, Räuber-Kniesel Classics, nach ihm benannt.